Okay. Einen wunderschönen guten Tag hier aus Köln. Und wie angekündigt ist mein Gast heute der Kabarettist Tilo Seibel. Hallo, ich grüße dich. Tom, ich grüße dich. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Es ist echt eine coole Atmosphäre hier am Rheinufer in Köln. In Köln. Du musst noch kurz überlegen, aber wir sind in Köln. Wir sind in Köln, da wo es kein Bier gibt. Das muss ich leider bestätigen. Kann ich als Einwohner dieser Stadt leider nur wirklich bestätigen, es ist wahr. Bist du Kölner? Ich bin Wahlkölner seit mittlerweile, ich habe es nicht mehr gezählt, 25 Jahren. Aber ich bin gebürtiger Münchner und darauf bestehe ich nicht nur, was das Bier betrifft. Okay. Ich habe dich vorher schon kennengelernt auf einer Party. Auf einer Party. Und ich habe dich beobachtet und mir ist das aufgefallen. Ich habe ja jetzt sehr, sehr viele Kabarettisten und Kabarettistinnen interviewt. Wenn man mit Künstlern zu tun hat, egal wie lieb und nett und toll die sind und so weiter, früher oder später geht es immer um sie. Man nennt das auch oft Narzissmus. Mir ist an dem Abend aufgefallen, egal mit wem du dich unterhalten hast und wie lange du dich unterhalten hast, dass du so eine Art Alleinstellungsmerkmal hast, für mich zumindest von meiner Erkenntnis, so als Antinarzist. Du hast das Thema nie auf dich, sondern immer weg von dir gebracht. Was hat das für einen Grund? Weit ausholen, hat viel persönliche Bezüge. Aber ich glaube, ich würde mal so sagen, der Hauptgrund ist bestimmt, dass ich einfach mich für Sachen interessiere, die um mich herum passieren und auch für die Menschen interessiere, die um mich herum sind. In dem Fall war es ja so, es war nach einer Kabarettveranstaltung, den Namen will ich jetzt nicht nennen wollen, aber es waren viele Kollegen und Bekannte da, auch Leute, die ich nur vom Hörensagen kannte, und dann war für mich spannend zu hören, was die Leute da so machen, was da so passiert, und hatte ich nicht das Gefühl, ich muss jetzt mich sozusagen in den Vordergrund drängen. Und das ist bestimmt auch ein Wesenszug, der das kommt, dass ich nicht so bin, dass ich denke, an so einem Abend bin ich jetzt der Wichtigste und deswegen zeige ich das auch. Du tourst durchs Land und bist dauernd auf der Bühne, hast viel Publikum. Geht das ohne Narzissmus? Offensichtlich ja, wobei immer ohne einen gewissen Narzissmus, ohne eine gewisse Überzeugung von dem, was man da macht, kann man sich auch keine Bühne stellen. Das heißt, das habe ich auf jeden Fall auch. Das heißt, ich mich gerne mitteile und glaube, dass die Sachen, die ich mitteile, für andere bedeutend sein können. Das würde ich ja nicht machen. Aber ich glaube eben, ich kann das ganz gut auf die Bühne beschränken und kann mir auch nicht vorstellen, aufzutreten und Sachen aufzunehmen, zu reproduzieren, also sprich ein Programm machen zu können, wenn ich gar nicht mitkriegen würde, was um mich herum passiert. Und das ist bei mir vielleicht irgendwie sehr ausgeprägt, dass ich dann, sobald die Bühne weg ist, gucke ich mal an, was sind da für Leute, und spreche gern mit denen. Also die Beobachtung bringt sicher mit sich, wenn man sich dein Programm anguckt, es ist inhaltlich sehr tief, auch sehr nicht nur herrschaftskritisch, sondern überhaupt kritisch, was um uns herum aktuell passiert. Wir sitzen hier, das sehen die Zuschauer nicht, unter der Wohnung von Podolski. Fast. Quasi, ja. Ja. Wie ist das hier in Köln? Es ist ja, ich kenne das aus anderen Städten mit der Wohnungssituation, Immobiliensituation, und da arbeitest du dich auch rein in die Themen. Das ist interessant, was in Köln passiert ist, weil Köln lange, ich sag mal, so ein bisschen so dieses Image gepflegt hat, wir sind die Proletarierstadt, haben Ickenjeld und so, und Düsseldorf, da ist das Geld, und haben das sehr bewusst gepflegt. Und dann ist vieles in eine andere Richtung eigentlich gelaufen, spannenderweise auch unter einem SPD-Bürgermeister, der viel, sagen wir mal, sehr wirtschaftsfreundliche Entscheidungen getroffen hat, und dass Köln immer schon, sagen wir mal, verklüngelt war wirtschaftlich, das weiß man ja seit den vielen Skandalen, die es gegeben hat. Aber gerade hier, wo wir uns hier befinden, deswegen habe ich auch den Ort gewählt, im Rheinufer, ist viel eben neu gebaut worden, diese Kranhäuser, die bundesweit bekannt geworden sind, und eben auch die alten Speicherhäuser sind ausgebaut worden. Da ist sehr viel, sag mal, Klientel hingeholt worden, die eben Geld haben, was in Köln vorher eben nicht so stattgefunden hat. Und dadurch hat sich die Stadt, mindestens hier das Viertel, aber eigentlich die ganze Stadt auch schon sehr verändert. Also eine Tendenz, die in allen Großstädten da ist, ist hier auch sehr massiv eingetreten, dass Leute mit Geld in die Viertel ziehen, die attraktiv sind, dass die Leute, wegen denen sie das Viertel eigentlich attraktiv fanden, aus dem Viertel rausgedrängt werden. Was macht das aus Gesellschaft? Das führt zu einer immer, ja, was wir überall beobachten können, dass immer mehr, sagen wir mal, so Einheitsviertel im Grunde genommen entstehen. Genau das Gegenteil von dem, was man sich erhofft hat. Also es ist jetzt in der Südstadt zum Beispiel, was früher sehr durchmischt war. Es gab viele Künstler, eben es gab auch eben ärmere Leute, ältere Leute, die hier gewohnt haben. Und jetzt eben eigentlich alle hinziehen, die das Ganze irgendwie hip finden und auch zeigen wollen, dass sie selber hip sind. Und dadurch gibt es mittlerweile, glaube ich, fast so viele Cafés, wie es früher im Viertel Einwohner gegeben hat, wo ausschließlich Leute für 4 Euro Kaffee Latte Macchiato trinken. Und das ist eine Tendenz, dafür hast du andere Viertel, wo dann nur noch Leute wohnen, die sich
solche Sachen eben nicht leisten können, die auch einfach wenig Bildung haben und wo das Viertel immer mehr runterkommt. Nicht nur das, sondern im Programm kommt das Thema Energie vor. Und du hast hier den Energiekommissar mal vorgenommen. Den damaligen Energiekommissar. Jetzt ist er ja für... jetzt ist er ja, wie er selber sagen würde, Commissioner for Digital Infrastructure. Und was ich mir damit erklären kann, der Mann hat selber gesagt, er ist sein Vorteil sei, dass er jeden Tag online sei, fast jeden Tag online, also ein echter Nerd. Ja. Und ich kann es mir nur erklären, dass man gesagt hat, also für Digital Oettinger eine Welt, die aus Nullen und Einsen besteht, da muss auch einer die Null verkörpern. Energie, also wir stellen fest, unsere Städte verändern sich aus meiner Sicht zum Negativen und wie wird es mit der Energie weitergehen? Guter Sprung ins andere Thema. Ja, ja. Wie wird es weitergehen? Also das Problem haben wir, dass eigentlich die Energiewende in Deutschland, deswegen fand ich das Thema wirklich sehr, sehr spannend, was mich emotional auch sehr aufgebracht hat, dass wir in Anspruch nehmen, wir sind das Vorreiterland der Energiewende und wir haben da ganz viel gemacht, was ja auch stimmt. Und im entscheidenden Augenblick ist es nicht weiter betrieben worden und auch tatsächlich sabotiert worden. Da stecken ganz offensichtlich natürlich die Konzerne dahinter. Die sagen, ist schön und gut, eine Energiewende zu haben, wir machen da irgendwie auch mit. Aber tendenziell heißt das ja, man hat regenerative Energien, man hat Energie, ohne Brennstoff kaufen zu müssen. Und dann fragen wir, wer könnte daran Interesse haben, dass das nicht so schnell eintritt? Und das ist ja, hat ja funktioniert. Man benutzt jetzt Kohle, vermehrte Braunkohle in Deutschland, um angeblich Engpässe in der Energiewende auszugleichen, was völlig absurd ist. Aber sie erzählen uns das und die Menschen glauben das. Und das ist ein Thema, da könnte ich lange drüber reden. Wieso beißt du dich an diesen Themen fest? Wieso arbeitest du dich so tief rein? Man merkt im Programm, dass du damit wohl sehr, sehr viel Zeit beschäftigst. Was treibt einen da an? Mich regt es einfach total auf. Anders kann ich ja nicht sagen. Also es klingt immer so aufgeblasen, das ein soziales Gewissen zu nennen. Aber es bringt mich einfach total auf. Wenn ich in dieser Dimension kenne ich das nur von Max Uthoff und Christoph Sieber, dass die quasi auf die Bühne getrieben werden. Ich kenne viele andere, die unterhalten gerne, aber bei den beiden merke ich das und ich merke das auch bei dir. Da ist irgendwas, was dich schon vor und nach der Bühne antreibt. Ja, das ist ganz spannend. Insofern, weil ich tatsächlich angefangen habe, Bühne überhaupt zu machen, also Kabarett zu machen. Das war mehr das, ich sag mal, das Klamauk-Bedürfnis. Ich habe früher mehr Klamauk gemacht, im Grunde genommen. Und das ist im Jahr immer mehr geworden, also hat sich immer mehr verwoben mit den Themen, die ich spannend finde. Und bis zu meinem jetzigen Programm, wo ich eigentlich dachte, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf Klamauk, sondern ich möchte Sachen erzählen, die mir wirklich, die mich vom Thema her einfach aufbringen. Und wenn ich dabei noch einen Witz finde und das irgendwie unterhalten erzählen kann, ist gut. Aber im Vordergrund steht für mich, dass ich dieses Thema unglaublich... dass ich da was Missionarisches vielleicht habe, weil ich da den Leuten sagen will, hey, das habe ich gelesen, das stimmt doch alles nicht, was da erzählt wird. Also man erfährt auch viel mehr zu dir auf deiner Webseite, die blenden wir ein. Jetzt haben wir Jahresende und du machst einen Jahresrückblick, wenn man dich live erleben möchte. Was macht man da wo? Man geht am besten im Dezember zum Jahresrückblick oder dann wieder ab dem Februar ein Programm, das Böse ist verdammt gut drauf. Aber jetzt eben läuft der Jahresrückblick dann ab Ende November eigentlich schon und dann den spiele ich, ich glaube, 20 Mal und da ist eine ganz gute, sag mal, Bandbreite von dem, was ich mache drin und natürlich auch entsprechend von dem Jahr, was ich da hoffe, ganz gut untergebracht zu haben. Nicht chronologisch wohlgemerkt, sondern nach Themen sortiert, die ich spannend finde. Wo soll es in den nächsten Jahren noch hingehen? Also wir haben festgestellt, wie plant ein Antinarzist seinen Fünfjahresplan? Darf ich dir das sagen, das ist ein wunderbarer Begriff, ist Antinarzist, weil ich finde, dass man eine antinarzistische Bewegung klingt so ein bisschen wie damals eben die ganzen Antifaschisten. Finde ich super. Also sehr gut. Überzeugter Antinarzist. Ja, wie macht der seinen Fünfjahresplan? Ganz blöd, den gibt es nicht, 5-Jahresplan. Also ich weiß nicht, ob andere das machen. Ich habe das noch nie gemacht eigentlich, weil ich das irgendwie auch gar nicht kann. Das ist sehr, ich sag mal, von Jahr zu Jahr geplant. Man hat Ideen, wo man noch spielen möchte. Man versucht das irgendwie hinzukriegen, dass man da dann auch spielt. Es gibt natürlich einen gewissen finanziellen Druck, eine Zahl von Auftritten zu machen und so. Aber ich versuche das immer, dass ich die Themen, die ich spannend finde, mein Programm unterzukriegen. Natürlich ist dann die Idee oder die Hoffnung, irgendwann dahin zu kommen, dass ich an Bühnen spiele, wo, sagen wir mal, im Schnitt 150, 200 Leute kommen, die man, wenn man nicht bekannt ist, nicht ohne weiteres bekommt. Und das dahin zu kommen, das wäre eigentlich mein großer Wunsch. Dann frage ich mal, was für ein Thema oder was dich im Moment am meisten bewegt, einfach als Mensch? Am allermeisten bewegt, dass wir unsere Grundlagen zerstören, ganz offensichtlich. Dass wir hier in Europa sehr, sehr gut leben, aber irgendwie die meisten das subkutan wissen, das stimmt irgendwie alles so nicht, es kann so nicht weitergehen, aber dass genau das nicht wirklich in Klarheit zutage tritt, dass wir uns und vor allem allen anderen auf der Welt komplett die Grundlagen zerstören durch unseren Lebensstil.
Das ist das, was mich am meisten beschäftigt im Moment. Woher kommt die Angst bei den Deutschen vor diesen ganzen Flüchtlingen? Man will die immer nicht aufnehmen. Und überhaupt europaweit wollen wir Mauern bauen und sonst was. Ja. Das sind die Leute, die quasi unsere T-Shirts machen, unseren Wohlstand hier machen. Weil man genau das nicht sehen will. Also bei den Deutschen kommt bestimmt dazu, dass sie immer schon mal Schwierigkeiten mit allem Fremden hatten. Das hat sicherlich abgenommen, das ist sicherlich nochmal anders geworden. Aber es gibt einen Bodensatz von, ich glaube, der Michel Friedmann hat das mal gesagt, von 10-15%, die latent mindestens faschistoid sind und Schwierigkeiten mit Fremden haben. Aber ich glaube, dass es gar nicht das Hauptproblem ist. Dass diese Mauern gezogen werden, die Leute auch irgendwie damit übereinstimmen zu großen Teilen, hat damit zu tun, glaube ich, dass man das nicht sehen will, eben Produktionsbedingungen, dass es uns gut geht und anderen einfach scheiße geht, dass man damit möglichst nicht so konfrontiert werden möchte. Und das hält man sich natürlich am besten dadurch ab, indem man Mauern baut und die Leute erst gar nicht reinlässt. Ermutigend finde ich, möchte ich auch mal sagen, ich habe gelesen, dass sehr viele Leute in Deutschland, erstaunlich viele, nicht nur irgendwie gefühlsmäßig solidarisieren sich mit den Flüchtlingen, sondern auch wirklich was tun. Also sprich, bei der Stadt nachfragen, wieso ist hier kein Gebäude für die da oder selber Sachen hingebracht haben. Was ich ganz rührend und erstaunlich fand, das gibt's auch. Das ist sicherlich nicht die Mehrheit, aber es ist mehr, als ich gedacht hätte. Es ist ungewöhnlich für einen Kabarettisten, dieses Gute hervorzuheben, also auch die guten Sachen zu sehen. Eins der wenigen Themen, wo es mir wirklich auch aufgefallen ist, weil ich habe das irgendwann mal in dem Ganzen, was jetzt eben passiert ist mit Flüchtlingsmisshandlungen und all dem ganzen Wahnsinn, der hier passiert ist, dass es eben auch das erwähnt worden ist in vielen Städten. Das fand ich halt einfach klasse, was war mir nicht bewusst vorher. Was ich gar nicht kenne, und das hat mich immer interessiert, was passiert mit einem, wenn man auf der Bühne steht und dieses Publikum hat? Was ist das für ein Gefühl, vor Publikum zu sein? Für mich immer ein ganz gespaltenes Gefühl. Manchmal ist es so, wenn man lange nicht gespielt hat, nach den Ferien irgendwie, dass man dann denkt, was mache ich hier eigentlich? Also man erzählt seine Sachen, man spielt seine Sachen, man erzählt seinen Text und irgendwo im Kopf ist eine Stimme, die sagt, was mache ich denn hier überhaupt? Da sind jetzt 150 Leute und ich erzähle denen meine Sachen. Das ist doch irgendwie eine komische Situation eigentlich. Und dann kommt man wieder irgendwann rein, dann wird das wieder normaler. Aber so ganz normal ist es natürlich nie. Das ist immer so ein bisschen... Eben, da kommt dann ist der Antinarzist kurz weg und der Narzisst sagt, ist doch jetzt geil. Und es ist auch was Beflügelndes, wenn man merkt, Leute hören zu und lachen auch an der Stelle, wo man selber sagt, das finde ich selber eine schöne Idee, das so zu erzählen. Das ist was wirklich Beflügelndes. Hast du den Wunsch, dass nach so einem Programm die Leute nicht nur zum Nachdenken kommen, dann wirklich richtig handeln und eine Veränderung in ihrem Umfeld herbeiführen? In den Themen, die du angesprochen hast. Also ich hoffe das natürlich immer. Ich glaube, man darf sich nicht zu viel Hoffnung machen. Das ist ja das alte Kabarett-Problem, dass man Sachen erzählt und Leute, die kommen, denken das im Prinzip ähnlich auch schon. Aber es gibt Situationen oder auch manchmal Rückmeldungen von Leuten, die wirklich sagen, das habe ich gar nicht gewusst. Und dann sagen, da muss ich mich mal weiter informieren oder auch so mal ein Verhalten ansprechen, wo sie sagen, das glaube ich, werde ich jetzt wirklich versuchen, anders zu machen. Das ist zwar selten, aber das gibt es auch. Das finde ich total klasse. Ich finde deine Parodien übrigens ganz klasse hier von Günther Oettinger, Schäuble, Münche Fähring. Der leider nicht mehr, das sind so ein paar, die sind leider nicht mehr da, wo ich mal schade finde, dass sie nicht mehr da sind. Genau, weil ich sie mir gerne nachgemacht habe. Dann sind die weg. Oder? Dann sind die irgendwann weg, leider. Aber eben, sag ich eben, der bereits genannte Günther Oettinger ist ja noch da und von daher hat zwar keine führende Rolle mehr, aber immerhin ist er noch da. Und es gibt immer neue, wo ich sage, es gibt ja immer noch einen Seehofer und solche Sachen, wo man sagen kann, und da kann Bruce man. Willis. Das ist ja meine alte Leidenschaft, Gottverdammt nochmal. Mal wieder mal Bruce Willis unterzubringen. Das ist auch höchstens, also total amüsant. Also ich habe mir das alles durchgehört bei dir. Irre. Bruce Willis, der wird immer in sein, glaube ich. Bruce macht mir deswegen so einen Wahnsinn Spaß, weil gar nicht wegen den Filmen, sondern einfach, weil man mit der Stimme in Situationen so einen Pathos reinkriegen kann, was anders total albern wäre. Und so ist dann halt, wenn man sagt, es geht eigentlich darum, die Welt zu retten in irgendeiner Weise. Das ist ja letztendlich auch, was Kabarettisten immer irgendwie subkutan sagen. Wenn es um Tiernahrung geht. Genau, und dann, wenn man dann einfach bloß will, dass Leute, ihr müsst wirklich was tun, Gottverdammt nochmal. Das hat dann so ein, man weiß ganz genau, es ist Satire, aber irgendwie hat es ja trotzdem denselben Pathos. Und das finde ich, macht sehr großen Spaß. Wie hoch ist der Spaßfaktor für dich bei der ganzen Geschichte? Und wie wichtig ist der? Du meinst auf der Bühne, oder? Ja. Der Spaßfaktor. Also es macht mir riesen Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Aber es ist nicht immer nur der reine Spaß, weil es natürlich eben ganz viel Konzentration. Du fragst dich, wie läuft so ein Abend? Da kommen vielleicht, keine Ahnung, eine Gesellschaft, die den Abend gebucht hat. Oder es kommen 50 Gäste, die du gar nicht eingeladen hast, weil die von ihrem Chef mit hingebracht worden sind oder so. Wie läuft so ein Abend dann? Das heißt dann immer
wie soll ich sagen, so ein bisschen, ja, Nervosität, Stress, klappt das, nehmen die das an, können die mit sowas umgehen, was ich da erzähle. Aber grundsätzlich ist es 90% oder sogar mehr. Schön, das ist sehr erfreulich. Ich danke dir, ich habe mir vorgenommen, dich öfter treffen zu wollen. Es macht unheimlich Freude, mit Künstlern zu tun zu haben, die so permanent in Beobachtung sind und permanent wach sind. Vorhin wollte ich über dich reden und dann kam Buchtitel und dann warst du wieder in dem Thema. Und ich finde diese Themenliebe ganz toll an dir. Also danke für dieses Gespräch. Ich habe dir zu danken und vor allem, ich hoffe auch, dass wir uns nochmal wieder treffen und gerne dann viele Kaffees trinken und weiter über Sachen sprechen, die aus uns selber raus entstehen. Eins gibt es aber noch zum Schluss, nenne ich immer drei Begriffe und bitte um drei, jeweils eine kurze Assoziation. Okay. Mein erster Begriff ist ganz einfach, Köln. Köln, Rheinufer. Zweiter Begriff, Melancholie. In der Abendsonne sitzen und die Augen schließen. Dritter Begriff, Fernweh. Sofortige Assoziation ist eigentlich Berge und mit Motorrad in der Gegend rumfahren. Weit weg, nicht in Deutschland, sondern weit weg. Vielen lieben Dank. Ich habe noch was nachzutragen. Ich möchte gerne meinen Nachfolger ankündigen im nächsten Interview. Das ist der wunderbare Chin Meyer, der mir auch deswegen nahesteht, weil er viele Wirtschaftsthemen anspricht. Und ich glaube, ich muss jetzt überlegen, als ich nichts Falsches sage, ich glaube, nach meinem Wissen nach ist er der Einzige, der so ein trockenes Thema wie eben Steuerpolitik auf eine Weise bringt, die wirklich richtig lustig ist. Und der kann sich dabei extrem wandeln. Sehr, sehr lustig. Und werde mir das Interview auch selber angucken, weil ich sehr spannend finde, gar nicht so viel über ihn weiß, wo kommt er eigentlich her. Spannender Mensch mit spannenden Themen. Chin Meyer. Nächstes Mal. Auch ganz auf. Dankeschön. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten, und bis zum nächsten Mal mit Chin Meyer. Bis dann. Super. Was ist hier für dich? Ja, mir werden halt immer noch mehr daran eingefallen, aber das ist alles cool. Wir können gerne nochmal. Nein.